Hallo und willkommen zurück zu Dead Space 3. Wieder zurück im Schnee. Wir werden uns aufmachen, um unsere Befreiungsaktion fortzuführen. Und der Darrow stampft hier noch ein bisschen rum, bevor wir uns ins Getümmel stürzen. Ich bin so motiviert, Monster runterzuballern. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Und stampfen. Sporten wir mal los. Nein, also hat es noch eine Höhle. Oh. Oh, was war das denn? Die hält viel aus. Wo ist denn der hergekommen? Oh, auf dem Boden kam der. Oh nee. Bist du so? Ah. Und ist tot. Oh, da kommen denn noch mehr. Nette Viecher. Da warten sicher noch mehr irgendwo. Nee, ich denke, das waren alle. Schöne Aussicht. Auf dieser Seite der Wand sitzen wir quasi auf dem Präsentierteller. Sie ist da drin. Aber wir werden sicher nicht durch die Vordertür reingehen. Wieso denn nicht? Das wäre doch spaßig. Suchen wir uns hier mal einen Weg. Okay, der geht hier rauf, ja. Da hinten sind noch Kisten. Da ist ein Lift. Okay, gerade ich komme. Wo bist du? So. Ah, da. Das ist Brauchbares dabei. Ja, ein bisschen was. Da hat es ja einen Lift und neben... Ah, okay, du bist schon... Ah, da bist du in die Tür rein. Hey. Jo. Damit eins klar ist, Clark. Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus, um die Marker zu stoppen. Und nichts. Weder sie noch ihre Besessenheit von Ellie kommen mir in die Quere, kapiert? Ich weiß, wofür ich das tue. Sie auch? Bringen wir den Aufzug wieder zum Laufen. Mit etwas Glück warten die anderen hinter den Toren auf uns. Etwas Glück, ja. Noch eine Werkbank. So, das Teil funktioniert wieder. Hier ist eine Anzugstation. Werkbank, Anzugstation, brauchen wir was davon? Willst du dich noch neu ausrüsten oder ausstatten? Schauen, was es noch für Anzüge gibt. Den Anzug frisieren, ich habe nur den einen bis jetzt. Nee, der passt gerade so gut. Lassen wir es, oder? Jo. Gut. Und weiter. In den Lift, oder? Jo. Hier hat es, glaube ich, nichts mehr. Hoch, hoch, hinaus. Oh, oh. Ach, nettes Vieh. Das hat mich abgeschlappert. Meine Fresse, was war das denn für ein Teil? Keine Ahnung, ich bin sicher, das war's. Nein. Okay. Oh, Scheiße. Das Ding ist nicht tot. Und ich glaube, wir müssen auf die orangen Dinger ballern oder was auch immer. Kenn ich doch von irgendwo her. Autsch, das hat weh. Hat weh getan. Aber nicht schon wieder auf mich. Lass mich doch. Nee, nee, passt schon, passt schon. Bin ich die Ablenkung oder was? Oh, 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 oh. Es mag mich irgendwie nicht. Ja, 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 ja. Nehme ich an. Bleib schon die ganze Zeit an. Oh, na toll, das hat mich über... Hm.
Oh, ach, lass mich. Blödes Ding. Lebst du noch? Ja, gerade noch. Oh, oh. Ah, mein Gott. Sägeblätter. Oh, weg, weg, weg. Oh, das lebt ja immer noch. Es wird einfach immer kompakter, das Ding. Geflohen. Irgendwo da draußen. Ich glaube, ich weiß, wie wir über das Tor kommen. Nach irgendwo da draußen, ja. Irgendwo da draußen ist groß. Mhm. Das ist ein weiter Begriff. Ellie. Bist du da? Nicht die Leier wieder. Ellie. Isaac! Oh mein Gott, er lebt? Und Kara? Hey, Cap. Ali, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Wie hast du es geschafft? Das Schiff, wir hielten dich für tot. Ich bin eurer Leuchtfackelspur gefolgt. Geht's euch allen gut? Ja, größtenteils. Kaum zu glauben, dass ihr beide am Leben seid. Hier sind unsere Koordinaten. Wir sind in der Kommandozentrale. Wir kommen so schnell wir können. Hund offen. Wir sind gekommen, um sie zu holen. Ah, warte, Partner. Du bist zurückgeblieben. Wollte mal deine Rolle übernehmen. Was habe ich jetzt gefunden? Schwerer Standardrahmen. Oh, da hinten ist noch was. Irgendwas. Dein Bot piept. Ja, er zeigt irgendwo hin, wo es nicht gibt. Egal. Hm, da geht's noch nach oben. Ja, ich gehe mal nach oben. Mal schauen, was es da oben noch gibt. Okay. Wir müssen zwar nicht da lang, aber... Was hat's denn hier noch Schönes? Impulsgewehr. Ein Plan. Oh, ein Textlog hier. Textlog. Was haben wir da oben? Da ist noch eine Kiste. Da noch was. Artefakt entdeckt. Ja, das war's, glaube ich. Fertig gelootet. Hier hat's wieder einen Lift. Jetzt glaube ich, hier geht's weiter. Jetzt Lüftungsschächte, da könnten theoretisch. Okay, kommen nicht, aber könnte. Jetzt haben wir ganz einen schnellen Aufzug. Hast du die Dinge im Überschuss? Natürlich. Gab es die im Sonderangebot? Oh, irgendwas brummt, grollt oder... Ja, unser Freund, der lebt ja noch. Ach was, der hat doch jetzt Angst vor uns. Ich glaube nicht. Wir haben ihn zwar ein bisschen verstümmelt, aber... Ah, hier ist was. Ist hier was? Ja. Kann man hier Drohne aussenden. Das Ding aussetzen? Find, wow, find. Find mir was Brauchbares. So, das war meine letzte. Die andere habe ich leider in Panik während dem Bosskampf vorhin gesetzt. Ah. Nachdem der auf dich eingeschlagen hat. Ah, ich habe noch eine zweite. Kann ich zwei hier setzen? Nein. Nützt mir nichts, nee. Oder? Okay. Aber es war etwas seltsam, da zuzusehen, wie er gemütlich die Drohne setzt und im Hintergrund wirst du zerstückelt von dem Vieh. Ja, das war sehr nett von dir. Mhm. Was ist hier? Hauptquartier? Gibt's hier noch was?
Nö, sieht leer aus. Gehen wir weiter. Da oben ist noch eine Kiste, die du auf, an meinem Kopf öffnen könntest. Ah, danke für den Hinweis. Das mache ich doch gerne. Eine Kiste. Eine Kiste. Ja. Da oben. Hab sie. Ich stelle mich zur Verfügung als Kistenöffnungsgerät. Tuck. Ah. Ein Job, den du hervorragend erfüllst. Perfekt. Du hast einfach einen Schädel zum Draufschlagen. Ah, das Teil hat sich einfach nur gedreht, das war gar kein Aufzug. Hm. Hier ist verriegelt. Ah. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht ihn. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Was für ein Riesenarschloch, ne? Hat jemand wohl ein bisschen zu viel Testosteron? Ja, sieht so aus. Hinten ist noch eine Bank. Die Experimenteinrichtung finden, okay. Was meinst du? Das ist ein Impulsgewehr. Ja, kann ich mal schauen. Trinken Sie hin und wieder was, Serrano? Nein. Ich bevorzuge ja Cognac. Mag ein bisschen klischeehaft sein, aber mit einer guten Zigarre ist das einfacher. Ich werde nicht lügen, Professor. Ich mag sie nicht. Ich mag nicht, wie sie aussehen, wie sie reden oder ihren Job machen. Aber der Admiral sagt, ich kann Admiral Graves hat hier nichts mehr zu sagen. Nur noch ich. Aha. Wenn Sie Männer brauchen, um diese Eiswürfel abzutauen, an denen Sie arbeiten, kommen Sie zu mir. Und nur zu mir. Natürlich. Ich dachte nur, es ist mir egal, wie viel Unterstützung Sie zu Hause haben. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor. Und hier draußen spielen Sie nach meinen Regeln. Wo ist die Bank, meinst du? Da hinten. Das Impulsgewehr, aber blöd mir doch zuerst schnell. Ja. Den Raum hier. Ja, ja, machen wir. Mit der Stange geöffnet habe. Kisten und Kiste um Kiste. Ein Pneumobrenner. Pneumobrenner habe ich auch bekommen, ja. Hm. Hattest du das Ding noch nicht? Doch, kenne ich eigentlich schon. Bleib stehen! Hier, hey! Ich muss die Methode auch mal testen, die funktioniert wirklich respektlos. Gut. Respektlos. Funktioniert ja. So, ich glaube, das war's. Hey, fang! Hm? Das hatte mehr Respekt. Ja. Okay. Alles im Sinne des Betrachters. Ah ja, da ist die Bank jetzt. Schau ich mal. Schwerer Standardrahmen, Tesla-Kern, Pneumobrenner, Elektroschockmodul. Ja. Und bisschen Ressourcen. Jetzt schaue ich mir mal den Plan an. Einfache Strahlenkanone, Energiekanone, Speergewehr, Handwaffe zur medizinischen Hilfe, Schrotflinte, Suchergewehr. Ja, wahrscheinlich habe ich zu wenige Ressourcen, um das Ding überhaupt bauen zu können. Ist alles rot. Jupp,
geht nicht. Noch nicht, zumindest. Okay. Tja. Schau ich mal kurz, ob ich da noch... Nee, Spitzen habe ich noch keinen neuen. Repetierer. Spitzen hätte ich auch mal ein paar gerne. Repetierer hätte ich... was habe ich denn da? Eine Diffraktion... Ah, ein Diffraktionsring. Repetierer. Was ballert das denn? Ja, ich baue es mal ein. Zwar... mal testen. Habe ich meine Waffe mal ein bisschen umgestaltet. So...